Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Kollege Kern, ich habe eben bei Ihrem Einstieg so gedacht, vielleicht sollten wir nicht herbeireden, dass sich niemand für Netzneutralität interessiert, denn das ist beileibe nicht so. Ich kann mich noch gut erinnern an die Diskussion um die Tarifreform bei der Telekom vor 2 Jahren, wo wir, Kollege Schneider hat es eben angesprochen, ja auch gemeinsame politische Initiativen entwickeln konnten. Da war das Thema Netzneutralität sehr schnell in aller Munde, in einer breiten Öffentlichkeit. Die Leute haben sich sehr wohl dafür interessiert. Die Leute wussten auch, was es damit auf sich hat. Und deswegen weiß ich nicht, man muss eigentlich nicht unbedingt fragen, was ist das eigentlich? Ich glaube, das wissen sehr, sehr viele Leute. Und wir sollten uns auch nicht hinstellen und uns darüber beklagen, dass es jetzt 19.05 Uhr ist, wenn wir über dieses Thema sprechen, sondern wir sollten gemeinsam einfach die Relevanz des Themas dann herausstreichen. Ich möchte gerne einsteigen mit dem, was uns eint. Wir haben über die letzten Jahre ja schon mehrere Beschlüsse hier in diesem Hohen Haus in unterschiedlichen Konstellationen. Ich kann mich da erinnern an Rot-Grün plus Piratenfraktion, an einigen Stellen auch mit FDP erinnern, wo wir festgestellt haben, wie wichtig, wie relevant die Sicherung der Netzneutralität in der Entwicklung des digitalen Zeitalters ist, die Vielfalt, das enorme Wachstum, die Reichhaltigkeit des heutigen Internetangebotes wurden natürlich durch die relativ geringen Hürden beim Zugang zum Netz ermöglicht. Sie wurden gerade auch durch die geringen Hürden für neue und innovative Anbieter ermöglicht. Und wir haben auch gemeinsam festgestellt, dass der Verzicht auf eine nachhaltige Sicherung der Netzneutralität dazu führen könnte, dass etablierte Anbieter aufgrund ihrer Finanzkraft, aufgrund ihrer Marktstellung dann letzten Endes Start-ups ausgrenzen könnten. Das würde dann zu Marktabschottung führen und das wollen wir alle nicht, denn dies würde Hürden für die Entwicklung der Netzökonomie höher legen. Ja, wir haben schon verschiedene Beschlüsse hier im Haus gefasst. Ich erinnere da an den Beschluss Ende 2013. Wir haben letzten Sommer hier im Kontext Telekom-Binnenmarktverordnung einen Beschluss gefasst. Es ist mir wichtig, diese Einigung festzuhalten, denn wir brauchen die Gewährleistung der Netzneutralität in Deutschland und in Europa. Wir haben auch auf der regionalen Ebene unseren Beitrag dazu geleistet, letztes Jahr mit der Änderung am Landesmediengesetz. Wir waren das zweite Land, das die Sicherung der Netzneutralität als Auftrag für die Medienaufsicht festgeschrieben hat. Das haben wir auch gemeinsam hingekriegt in dieser Konstellation. Ich fand es eine wirklich bemerkenswerte Debatte damals. Da war sogar die FDP dann plötzlich für Netzneutralität. Das war spannend. Das war aber auch das Ergebnis verschiedener, intensiver Diskussionen. Herr Kollege Bolte, Entschuldigung, ja, dass ich Sie unterbreche. Kollege Kern würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Inhaltlich sind wir sicherlich nah beieinander. Es ist aber doch so, ich hoffe, Sie stimmen mir dazu, dass wir hier auf Landesebene sicherlich Regelungen zur Netzneutralität treffen können, aber es doch auch so ist, dass wenn auf EU-Ebene eine andere Regelung getroffen ist, das EU-Recht Landesrecht brechen würde. Wir wissen ja noch nicht, wie die Beratung, das haben Sie ja selber gesagt, wir wissen ja noch nicht, wie die Beratung auf EU-Ebene ausgeht. Und wir haben im Landesmediengesetz ja sehr klar festgeschrieben, dass die Sicherung der Netzneutralität gedacht ist im Sinne der Vielfaltsicherung und da dann wiederum in der Aufsichtsfunktion der LFM eben diese Vielfalt, diese Funktion Vielfalt abzusichern über Netzneutralitätssicherung. Das war ja so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, wie man so rückblickend durchaus zugeben kann. Aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Regelung im Landesmediengesetz letztes Jahr gefunden. Und wie gesagt, das war auch das Ergebnis.
Das war auch das Ergebnis von den Diskussionen, wie wir sie hier geführt haben. Gerade vor dem Hintergrund ja auch der Debatten auf der europäischen Ebene. Das ist ja nicht so, dass wir die letzten Jahre im völlig luftleeren Raum diskutiert haben, um dann zu diesem Ergebnis zu kommen, was ich gerade umrissen habe, sondern wir haben einen intensiven Diskussionsprozess gehabt. Gerade letztes Jahr vor dem Hintergrund, dass das Europäische Parlament ja eine sehr, sehr gute Definition gefasst hat von dem, was es unter Netzneutralität versteht, nämlich weite Garantien für das offene Internet nach den Best-Effort-Grundsätzen und stark beschränkte Spezialdienste. Das war in dem Antrag drin, den wir gemeinsam SPD, Grüne, Piratenfraktion und FDP gefasst haben. Da haben wir uns ja genau an dieser engen Definition des Europäischen Parlaments orientiert. Weil damals war der Begriff Spezialdienste, an dem Sie sich ja, habe ich das auch verstanden in jetzt, Ihren Beiträgen, sehr stark stören. Dieser Begriff war ja da schon drin in diesem Beschluss und er war sehr eng umrissen. Und wir haben gesagt, ja, es gibt durchaus, und das haben wir in den ganzen Debatten vorher auch schon gesagt, es gibt durchaus bestimmte Bedingungen, unter denen es etwaige technische Notwendigkeiten gibt, echtzeitkritische Anwendungen abzuwickeln und da dann eben eine gewisse Priorisierung unter sehr eng gefassten Bedingungen durchaus möglich sein kann. Das, wie gesagt, haben wir gemeinsam hier beschlossen. Aber wir haben immer gesagt, eine Priorisierung von Inhalten darf es niemals aus rein wirtschaftlichen Eigeninteressen von Anbietern geben. Und ich glaube, das eint uns nach wie vor. Wir haben den Antrag der Piratenfraktion heute vorliegen, kurz nachdem die Landesanstalt für Medien, da gucke ich zum Kollegen Schwert, der da maßgeblichen Anteil dran hatte, am Freitag ein Positionspapier verabschiedet hat. Da will ich dem Kollegen auch durchaus noch mal danken, kollegial auf dieser Ebene. Ich fand es ein bisschen schade, dass Sie heute sich nicht in der Debatte einbringen konnten. Ich glaube, es hätte uns ganz gut getan, weil es doch ein bisschen noch differenzierter war als dieses Schwarz-Weiß-Denken, was beim Kollegen Kern so ein Stück weit durchschien. Es ist ja nicht so, dass wir komplett untätig gewesen wären und wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen hätten angesichts der Debatte in den letzten Jahren, sondern Landtag und Landesregierung haben ja sehr wohl eine gute Debatte organisiert. Wir haben, glaube ich, auch sehr, sehr gute Positionen gefunden. Wir haben auch immer gesagt, dass, wie das Europäische Parlament die einzelnen Definitionen vorgenommen hat, das ist es, woran wir unsere Aktivitäten ausrichten. Und wir haben vielfältige Aktivitäten über die letzten Jahre übernommen, sowohl hier im Parlament als auch die Landesregierung, als auch die Landesregierung über den Bundesrat, zuletzt im Juni. Da gestalten wir gemeinsam die Debatte mit für einen zukunftsfähigen, für einen digitalen Binnenmarkt. Ich habe Ihnen die Inhalte für diese Tätigkeit umrissen und ich glaube, da brauchen wir an dieser Stelle weder die Landesregierung noch die sie tragenden Fraktionen eine Aufforderung aus der Opposition, denn wir werden dafür sorgen, dass es auch mit Digitalkommissar Oettinger einen zukunftsfähigen Netzzugang in Europa geben wird. Herzlichen Dank.